In Moskau für uns Christoph Wanner. Christoph, die Ukrainer sind in russisches Kernland eingedrungen. Was ist da los in der Region Kursk? Ganz genau, die Ukrainer haben ihre Angriffe aus der Provinz Sumy gestartet und da gleich gegenüber ist dann die russische Provinz Kursk. Das Ganze ist russisches Kernland und da sind die ukrainischen Kräfte im großen Stil eingedrungen. Nicht wie wir das kennen aus der Vergangenheit mit Sabotagetrupps, einige wenige Kompanien, sondern dieses Mal waren es wohl mehrere hundert oder vielleicht sogar an die 2000 Soldaten. Da gibt es unterschiedliche Angaben, die ich nicht verifizieren kann. Aber das Ganze hat eine beträchtliche Dimension und da sind auch gepanzerte Fahrzeuge dabei, da sind Drohnen dabei, massiv Panzer und eben wohl auch, wie die Russen sagen, hier Elitekräfte der Ukrainer. Und die Russen haben alle Hände voll zu tun, sich da zu sammeln, sich zu sortieren und diesen Vormarsch auf russisches Kernland aufzuhalten. Es geht da um den Bereich Sudscha. Und die Ukrainer haben doch beträchtlich Strecke gemacht in den letzten 24 Stunden. Da ist die Rede von bis zu 15 Kilometer, die sie eingedrungen sind, an manchen Stellen in die Tiefe des russischen Kernlandes. So etwas hatten wir in diesem Krieg noch nicht. Was könnten denn die Ziele der Ukrainer sein? Für mich extrem schwierig jetzt, das Ganze einzuschätzen. Also es gibt hier die Meinung, dass die Ukrainer irgendwie versuchen, die russischen Truppen zu binden, weil der Druck eben im Donbass enorm groß ist, der russischen Streitkräfte, also dass man sie ablenkt, dass man sie beschäftigt, dass sie jetzt den Kursk löschen müssen. Das ist eine Sicht. Dann gibt es hier auch Kriegsblogger vom Portal Ribar, die hier von einer riesigen PR-Nummer der Ukrainer sprechen. Mit anderen Worten, man will Erfolge produzieren für die Medien, um die Bevölkerung bei der Stange zu halten, den Westen bei der Stange zu halten. Dann gibt es auch diejenigen, die sagen, die Ukrainer versuchen, russisches Kernland zu besetzen, gewisse Teile, und das als Faustpfand zu benutzen, um dann sozusagen mit den Russen zu tauschen. Ins Unreine gesprochen, dass sich die Russen zum Beispiel vor Charkow zurückziehen und die Ukrainer in Kursk wieder rausgehen. Auch solche Theorien gibt es. Und dann wurde heute sogar spekuliert von Juri Padalaka, diesem wichtigen ukrainischen Blogger, pro-russisch, selbst ist er auch aus Sumy. Und er hat gesagt, er könnte sich vorstellen, dass die Ukrainer versuchen, das Atomkraftwerk Kursk einzunehmen als Faustpfand, um die Russen an den Verhandlungstisch zu zwingen. Wie gesagt, das Ganze ist im Fluss äußerst dynamisch, eine absolut brisante Lage. Und was die Ukrainer da jetzt bezwecken, tue ich mich wirklich schwer. Eines kann ich noch sagen, die Ukrainer greifen jetzt russisches Kernland an und das wird natürlich die Russen mobilisieren und das wird sie auch in gewisser Weise konsolidieren. Und das eine ist ja, wenn man einen Angriffskrieg führt, da ist es mit der Motivation oft schwierig. Aber wenn man verteidigt, ist die Motivation eine ganz andere. Und deswegen habe ich große Zweifel, dass der Ukraine gelingen wird, sich lange im russischen Kernland zu halten. Ja, und wir wollen noch auf die massiven Gefechte im Hauptkampfgebiet an der Front im Osten der Ukraine blicken. Wie ist die Lage dort? Was hörst du? Ja, weiterhin zwei Brennpunkte, über die wir auch schon die letzten Tage gesprochen haben. Toretsk im Donbass. Und da kommen die Russen langsam voran, haben da wohl auch schon in einem Ort, den die Ukrainer New York nennen, jetzt ihre Fahne gehisst. Und das zeigt uns schon, dass da tagtäglich was passiert, dass die Russen nach vorne gehen, gewisse Erfolge auch haben, Gelände gut machen und dann natürlich Pokrowsk. Und das ist wohl der Frontabschnitt, da wo die Ukrainer momentan die größten Schwierigkeiten haben zu stabilisieren. Da fallen fast tagtäglich kleinere Orte an die Russen. Das ist brisanter, das ist prekär für die Ukrainer. Dankeschön. Nach Moskau, Christoph Wanner.